Hi und willkommen zu noch einem weiteren Let's Play von Zelda Link to the Past. Und wir waren stehen geblieben. Kurz vorm Boss. Ach, ich gehe nochmal raus und hole mir eine Fee. Dafür habe ich ja genug Zeit. Das war klar, dass die mich wieder ärgern wollen. So, diesmal hat der Typ mich nicht gesehen. Finde ich gut auch so. Da war ja fast ein Fehler. So, hier rein, hier können wir uns wieder eine Fee holen. Ups, Entschuldigung. Jupp, in der Flasche mit rein. So. In den Turm, der danach kommt, da muss man sich von oben einfach runterfallen lassen, dann kommt man zu so einem Feenbrunnen. Auch merkwürdig. Manchmal geht das da durch, manchmal nicht. Hier können wir es schön überspringen. Wir müssen nochmal alle platt machen. Anscheinend kann der mich hier hinter die Statue nicht sehen. Ah. Ey, sonst seid ihr auch nicht immer so schnell. Sonst seid ihr auch nicht so schnell. Mal hier durch. Jo. Und das heißt, es wieder warten. Oh. Schneller, schneller, schneller. Ich werde auch nicht jünger, Mann. Noch langsamer. Endlich. Oh. Zwei Herzen sind wohl zu viel verlangt für die Idioten hier, wa? Ich hab nichts gesagt. Und tschüss. Die Tür bekommt man nicht anders hinüber, leider. Sesam, öffne dich. So, jetzt sind wir beim Endboss. Immer wenn er rauskommt, Kopf. Und auf die scheiß Steine hier aufpassen. Die sind nicht gerade freundlich gesonnen.
Sag mal, Donny war doch nicht am Kopf. Mir war es immer so am Kopf. Ah, kurz bevor sie rauskommt, so war das. Da muss man in die Köpfe einschlagen. Oh, Alter. Der erste ist jetzt platt. Na los. Ah, die scheiß Steine machen immer die Nerven, echt. Jo, dich habe ich getroffen. Noch einmal. Der nächste. Jetzt bist du dran. Jetzt haut er mehr Steine weg. Jetzt muss man aufpassen, das splittert er richtig. Jo, dich habe ich. Na los, komm. Komm da raus, nicht so schüchtern. Nicht so schüchtern. Onkel Link macht, tut nichts. Nein. Er ist ganz freundlich. Komm raus. Du hast mal genug erwartet, hm? Ha, das war's. Jetzt ist der Boss hinüber. Noch schnell das Herz hin. Du hast das Amulett der Stärke errungen. Dein Ziel ist greifbar nah. Hol nun noch das dritte. Aha. Klar. Wenn es weiter nichts ist. So. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja irgendwie noch ein Herzteil, weil ich mir noch krallen kann. Hier, das kann ich erst holen. Das ist einer dieser Medaillen. Kann ich ja erst holen, wenn ich den Spiegel habe. Und den kriege ich ja später. Ah ne, hier war nur ein Feenbrunnen, ja. So, ich glaube, hier war das. Ja, öffne dich. Hier kann man schön viel Kohle sich ansammeln. Rein, raus, rein, raus. Sind immer so Fünfer drinne. Ein bisschen Geduld und dann kann man sich hier auf Maxi. Hier sind immer welche drinne. So, jetzt sind wir auf Maxi, wir brauchen nicht mehr. 999. Höher geht das nicht. So, jetzt kommen wir mit, Dicker. War doch voran das. Ich glaube, das war ein Dunkel. Das war der Typ, der dann. In der Schmiede muss man den mitlocken. Du glaubst, du bist toll, wa?
aber bist du nicht. Ah, Herzchen, Herzchen, Herzchen! Keine Bombe, Herzchen! Ah, noch eins. Nicht so geizig. Da kam wieder mal nix, das war aber so klar. Oh, Alter, gleich drei auf einen, ihr feigen Arschlöcher. So was Feiges. Ihr solltet euch schämen. Was ist da drin? Ah, eine Truhe. Ein Herzteil, das fehlende Herzteil. Sag ich ja, wir haben hier noch ein Herzteil. Hätte mir gleich vorher holen können. Naja, scheiß drauf. Dumm, 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 dumm. Na, nee, da drauf war ich nicht rein. Und Schiff. Ja. Ein Rubin, was er ihn damit? Die scheiß Fledergummis hier. Die Nerven ohne Ende. Nerven voll, selbst voll abwenden. Ich glaube, das ist der Hauptweg zum... Wenn mich nicht täusche, ist der Hauptweg zum Turm. Ah, da will ich eigentlich noch nicht hin in den Turm. Ja. Den muss ich jetzt erstmal begleiten. Vorsicht, bla bla bla. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Du willst sie auch selber haben, Opa. Sei ehrlich, du willst selber das Triforce. Ich gehe hier lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Agnim versucht durch die Entführung der Mädchen nach Erfahrungen der sieben Weisen Sinn, sie eher besondere Kräfte zu nutzen zu machen. Hässliche Fledergummis, ihr seid nervig. Ich glaube, von ihm kriege ich jetzt. Die Mine, bla bla bla, ja. Der lässt mich dabei. Dann mache ich einen Teleporter. Jupp, den Spiegel. Ernsthaft? Ich muss erst einen Opa vorlassen.
Der Hinter, sauberer, bla, weltoffene Gedanken, wenn immer, bla. Los, heil mich. Ich glaub, du weißt mich doch. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Geh doch, Opa. Erstmal speichern, abkürzen, dann hol ich mir zuerst die Schwimmflossen. Ins Haus, Kathedrale, Bergöde. Nehmen wir die links Haus, da sind wir am nächsten dran, ne? Ja, da haben sie auch immer dumm gemacht. Immer ist es denn da weg. Da-da-da-da-da. Geht doch. Warum nicht gleich so? Aber müsst immer Ärger machen. Ihr kleinen Hupfdohlen, solltet euch was schämen. Ja, das solltet ihr. Du nervst, Dicker. Ah, ich brauche die Perle, da war ja was. Und dann kann ich das Ding so überall einsetzen, wo ich will. So, jetzt müsste ich hier lang. Zu der alten Schachtel, diese komische Hexe da. Also in der Nähe ist das ja. Alter, ihr seid so nervig. Du, 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 du. Boah, Alter. Und da kann es auch übertreiben. Hört auf abzunerven. Geht doch endlich mal dort. Tut! Wir erstmal die Schwimmflossen, dass wir schwimmen können. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen überziehen, aber scheiß drauf. Hauptsache ich krieg meine Schwimmflossen jetzt. Die sind nämlich hier oben. Und da war, glaube ich, die Stelle, wo ich noch was reinwerfen muss. Oh, Alter. Hier war irgendwo doch eine Stelle, wenn ich mich nicht täusche, da musste ich was reinwürfen. Dann sehe ich dafür eine Medaille. Geht doch. Jo, das fiel jetzt mal ein paar Bomben fallen. Finde ich lustig. Finde ich gut. Wir tun ein wenig wieder mal überziehen. Oh, Alter. Sag mal, ihr Viecher nervt ab. Du, nicht da lang, nicht da lang. Ja, hier war das.
So, jetzt muss das Vieh jetzt kommen. Da ist es ja. Oho, willst du was von mir? Ich möchte die Schwimmflossen. Oho, ich habe nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubine, das Paar. Willst du sie haben? Ich zahle 500 Rubine. Oho, hier deine Flossen. Außerdem gestatte ich dir Zoras Wasserweg zu benutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Tauche in die Strudel ein. Wo du allerdings dann landest, musst du selbst herausfinden. Hohoho. Jo, jetzt habe ich Schwimmflossen und kann schwimmen. Ich schwimme, ich schwimme, ich schwimme. Da. So, jetzt das Herzteil hier erstmal holen. Und danke fürs Herzteil. Das heißt, da ist jetzt die Teile. Das ist so nervig. Ja, wollte ich gerade sagen, da war ein Durchgang. Ein Muschbrunnen. Wirf etwas hinein. Ich werfe etwas hinein. Was werfe ich denn hinein? Ne, die Lichtbogen waren später. Kescher. Ich glaube der Bumerang. Woher war es der Schild? Werfe ich mal die Schild rein. Vielleicht kriege ich was Besseres. Dun dun dun. Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Was mag ich dir dafür schenken? Ich dir etwas Besseres? Heißt, müsste den größeren Schild haben. Jo. Hab ich auch. Dein Schild wurde stärker. Jetzt schützt es dich sogar gegen Feuerbälle. Finde ich cool. So, wirf etwas hinein. Ich werfe etwas hinein. Was werfe ich hinein? Das. Nein. Juh, dich werfe ich hinein. Der müsste auch verstärkt werden. Juh, das war ich. Wenigstens ein bisschen alle, bla bla bla, besseres. Er müsste einen stärkeren Bumerang ziehen. Juh. Du hast den Zauberbumerang. Er lässt dich schneller werfen und reicht weiter. Wieder rauf. Ich weiß nicht, ob ich noch den Dings. Es gibt zwar stärkere Bogen, aber ich glaube, der war bei dem größeren Brunnen, glaube ich. Der werfe ich rein. Das werfe ich rein. Ja, das werfe ich rein. Jupp, das war ich. Stand zurück, wirfte ihn aber keinesfalls das zweite Mal. Nein. Das ist mal kriegst eine Atombombe. Ja, und dann sage ich mal jetzt, ciao und bis zum nächsten Mal und macht rein und. Oh, erstmal speichern, bevor ich es vergesse. Da muss ich wieder von vorne, da war ich keinen Bock. Und dann reinhauen.